Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops Cold War und es geht jetzt erstmal weiter mit der Story. Da warte ich drüben. Splittergranaten. Blendgranaten. Ne, lass ich mal liegen. Schweine blockieren den Ausgang. Wir müssen uns da irgendwie durchkämpfen. Geh mal hier hin. Die Granate raus. Da war sie hier drüben. Oh, scheiße, Mann. Oh, Alter, ich bin echt tot. Ich warte kurz, bis ich wieder hochgehalten werde. Da ist ja so ein Panzer da. Ey, scheiße, Mann. Komm schon. Aber wir haben ihn, oder? Nee, der ist immer noch am Leben. Jetzt ist er tot. Was wurde überhaupt? Achso, hier. Ey, komm schon, der muss doch mal sterben, Alter. Oh, jetzt haben wir ihn. Endlich. Den hier. Und wir gehen mal hier hin. Okay, Geschütz. Da jetzt können wir das Geschütz benutzen. Mal sehen. Zündung, Lenkung, Schaltung, Abfahrt! Okay, ich sehe keinen Gegner mehr. Festhalten, Bell. Bell, pass auf, der Pisser kommt von rechts. Oh, scheiße. Das nennt man Stadtsanierung, ihr Wichser. Ach so, da vorne hätte ich drauf schießen müssen. Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Da, ich sehe den Ausgang. Das muss da oben aufschießen. Hey, ach komm schon. Alter, okay, nochmal. Schon. Ja, danke. Hörst du mich? Wie ist die Lage? Trommle alle zusammen, Park. Das ganze Team. Hudson hat jede Menge zu erklären. Ja, Sir, ich bin dran. Die Atombombe von Greenlight war. Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus.
Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden. Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausmachen. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wie man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 1958 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet, die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal überlasse ich dich Woods. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Uralgebirge erwähnt, auf dem Yamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Yamantau, dachte Hudson und Weaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovic und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patzer erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Belikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Belikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Yamantau will, ich will es noch mehr. Das erste Gebäude liegt gleich hinter dem Kamm. Danke, Dimitri. Wir geben per Funk Bescheid. Woods, du weißt, was der KGB mit Doppelagenten macht. Nicht? Da! Wenn sie gewinnen, ist es das Erschießungskommando fast wert. Ich habe nur für 1 Stunde Treibstoff. Also danach braucht ihr ein anderes Taxi. Dann mal los, Mason. Erreiche den Bunkerkomplex. Das ist unser Mann. Lass dich nicht durch den Gestank von billigem Wodka und Kaviar täuschen. Major Dmitri Belikov ist einer von den Guten. Er weiß, wo die Leichen im Keller liegen. Verdammt, er hat die Hälfte selbst vergraben. Aufklärer auf dem Kamm. Wir gehen leise vor, Mason. Ja, darin bist du ja. Okay, wir ducken uns. Ich bin verdammt komplex, Mason. Du solltest das wissen. Boah, Alter, geil, so eine Slow Motion. Nicht schlecht.
Und er hat den anderen, okay. Wir laden kurz nach. Ich glaube, ich könnte ja die AK-47 mitnehmen. Gefällt mir. Verdammt, Mason, sind das aufgestaute Aggressionen? Das sagt der Richtige. Scheiße, sieht brisant aus. Aber was gut genug für die Russen ist. Du gehst zuerst. Okay. Seitdem Ivan einen Besuch abgestattet. Alter, das sieht halt mega geil aus. Oh shit. Gut, dass ich die AK mitgenommen habe. Kommen da noch mehr? Ne, es waren glaube ich schon alle. Das ist das alte Satcom-Gebäude. Steht nach all diesen Jahren immer noch. Gerade so. Okay, ich glaube ich hole mir den oberen hier. Alter, geiler Schuss. Okay, wir haben beide. Sie haben Scharfschützen. Pass auf, dass sie dich nicht entdecken. Unten bleiben, außer Sicht. Warte, wo sind die Scharfschützen? Oh, scheiße, Mann. Scharfschütze ausgeschaltet. Guter Schuss. Okay, ich glaube, ich wurde noch nicht gesehen. Das ist noch einer, scheiße. Okay, den zweiten haben wir auch. Irgendwie das Level erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Black Ops 1, weil da gab es auch noch so Level im Schnee. Warte mal. Die Munition aufgeladen, dann gehen wir kurz hier drüben hin und nehmen hier den Beweis mit. Sie bereiten den Hauptrechner zur Bergung vor. Ausgrabungsstätte 7. Wir sollten uns bewegen. Langer Weg nach unten. Miese Sowjetkonstruktion. Oh, scheiße. Kommt er noch drüber? Okay, ich dachte schon, das stürzt jetzt komplett ein. Sind irgendwo Gegner drin? Gib mir Deckung! Oh, warte, da oben. Ja, da ist einer. Warte, da sehe ich schon den nächsten. Der geht auch noch oben herum. Ich schau mal, ob ich... Oh, shit. Ich schau mal, ob ich den da oben irgendwie leise wegholen kann. Aber ich sehe den leider von hier aus nicht wirklich. Dann einfach mal den hier. Den da oben haben wir auch. Da hinten. Voll in die Fresse. Oh shit, daneben war es. Komm schon. Aber was, ich muss nachladen. Achso, das ist schon Woods. Okay, ich glaube, ich hole jetzt erstmal die AK raus. Das Visier nervt irgendwie ein bisschen bei der AK. Da ist er mega reingezoomt. Aber es geht eigentlich. Shit. Aber warte, den da oben muss ich wegholen. Ich
zuerst los. Warum sollten wir das jetzt ändern? Okay, ich gehe zuerst auf die Seilrutsche. Oh, scheiße, Mann. Waffe verloren. Nächstes Mal gehst du vor. Oh, jetzt habe ich nur ein Messer. Wir haben beide Waffen verloren. Wo muss ich jetzt hin? Aber warte mal, hier, oder? Ich sehe hier einen Tunnel. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Verstanden. Gut. Klasse. Was ist hier hinten was? Nee, okay. Dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht sollte ich mich ducken oder so. Vielleicht sind da irgendwo Gegner. Ich denke, hochklettern oder so. Ah, hier geht's weiter nach oben. Das hier untersuchen. Armbrustholz. Na, warte, da steht einer. Nein. Oh, shit, war das knapp, Mann. Warte, was? Reflexbogen, oh geil. Das ist gut, jetzt haben wir den Bogen. Hat das jemand gesehen? Okay, da haben wir eine MP5, geil. Warte mal, ich nehme da lieber den Bogen mit. Okay, das Messer brauche ich sowieso nicht wirklich. So ein Bogen ist halt extrem geil. Eine Armbrust, wäre irgendwie noch geiler, finde ich. Okay, da hinten haben wir wieder einen. Ich glaube, ich gehe mal hier. Oh shit, da ist noch einer. Okay, da geht es nicht weiter, leider. Ah, schnell hier durch. Nein, scheiße. Kommt jetzt zu mir, oder? Nee, doch nicht. Alter, hä, wie sieht er mich denn? Okay, geil. Okay. Die zwei. Ah, die muss ich eigentlich, glaube ich, nicht töten, oder? Ich glaube, es sind zwei. Also mindestens. Ja, die kann ich, glaube ich, auch einfach am Leben lassen. Ah, ein Schlüssel. Ah, okay, das ist optional. Also man kann den Waffenschrank. Man muss halt den Waffenschrank finden. Also müssen nicht, es ist ja wie gesagt optional, aber egal. Ich denke mal, der ist dort drin, oder? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt jetzt auch gar keinen anderen Weg. Ich glaube, ich muss dorthin.
Ja, sind sogar drei und nicht nur zwei. Oh, scheiße. Okay, wir haben alle mit dem, also mit dem Bogen weggeholt. Hörst du mich? Mason, kannst du mich hören? Ich höre dich. Du musst in der Nähe sein.